Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier eine neue Werkstatt und derzeit habe ich hier noch ein kleines Lagerproblem, was ich jetzt erstmal zeigen werde. Also das hier ist noch nicht das Problem, das hier ist eher so die Anlieferstätte. Und zwar werden hier halt einfach die Multiplex-Platten, die wir auch heute benutzen werden, quasi ausgeladen und werden hier erstmal hingestellt. Problem ist aber, wenn man das Ganze dann kleiner schneidet, dann hat man ja relativ viele Reststücke und Abfallstücke, die irgendwo hin müssen. Und derzeit liegen die bei mir noch überall verteilt. Hier seht ihr ein paar Platten, die hier noch einfach blöde rumstehen. Aber das ist nicht nur der eine Ort. Ich habe hinten noch ein paar andere Spots. Hier ein Stück, was ich mal abgeschnitten habe und dann hier hingelegt habe. Und das Blöde ist, wenn es dann einmal auf dem Boden ist und man noch drauf tappt, dann ist es direkt dreckig und man muss es wieder abschleifen. Dann habe ich aber hier hinten im Moment noch mal einen kleinen Holzwagen. Der steht hier komplett fehl am Platz. Der ist auch viel zu klein, weil ich hier auch etwas größere Stücke drin lagern möchte. Aber grundsätzlich denke ich, dass ihr mein Problem festgestellt habt. Hier im Hintergrund könnt ihr, denke ich, auch noch mal ein paar Reststücke sehen. Das Ding ist, gleich ist es nur bei mir so, aber ich lege dann halt irgendwie alle Reststücke irgendwo oben drauf, damit ich sie auch nicht vergesse. Aber wenn man das dann bei allen macht, dann hat man überall Reststücke liegen und verschneidet eigentlich unnötig Material. Und aus dem Grund werde ich heute mir ein richtig geiles Holzlager bauen. Ich werde es jetzt für diese Werkstatt ein bisschen größer bauen und zwar werde ich einfach die Breite von der Platte annehmen. Wie gesagt, den Bau zeige ich euch gleich noch. Aber wenn ihr eine kleinere Werkstatt habt, wäre das auch eine gute Lösung für euch. Denn genau so ein Ding habe ich mir mal in meiner alten Werkstatt gebaut. Ich weiß gar nicht, ob es da noch ein Video zu online gibt. Ist, glaube ich, 6 Jahre alt. Wenn es das noch gibt, werde ich es euch hier mal verlinken. Auf jeden Fall ist das eine mobile Lösung, wo ihr große Plattenstücke reinlegen könnt und kleine und halt einfach so ein bisschen sortieren könnt. Hier seht ihr auch eine Absauganlage. Die habe ich derzeit an meiner Tischkreissäge angeklemmt. Dazu gibt es auch ein eigenes Werkzeug-Check-Video auf meinem Zweitkanal. Das werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken, dieses Video. Ist erstmal wahrscheinlich eine provisorische Lösung, aber mal schauen, wie lange das Provisorium hält. Ich habe hier auch schon direkt Rollen für dieses Holzlager. Da würde ich euch eigentlich immer empfehlen, hey, schaut, dass ihr die größten Rollen bekommt, weil eventuell müsst ihr mal hier wie bei mir über eine Kante fahren oder ihr habt nicht so einen guten Boden. War meiner alten Werkstatt nämlich auch so. Deswegen sind größere Rollen von Vorteil natürlich. Wir werden jetzt erstmal die Platten holen und eigentlich hätte ich ganz gerne etwas dickere Platten verwendet, aber ich habe halt 12er gekauft. Da habe ich nicht genau an dieses Projekt gedacht und ihr seht ja, der Anhänger ist voll, deswegen kann ich jetzt auch gerade kein anderes Holz kaufen. Habe ich auch eigentlich keine Lust drauf, deswegen, ups, müssen wir uns mit dem Holz jetzt zufrieden geben. Gott im Himmel, ich brauche echt so scheiß Motherfucking 3-Griffe. Motherfucking. Boah Gott. Eieiei. Schreibt übrigens gerne mal in die Kommentare, was man da in diese Wand reinmachen könnte. Die will ich mich noch zumachen, wenn es mit den Metallarbeiten losgehen kann. Also, ich werde das Ganze mit meiner Tauchkreissäge zuschneiden. Da habe ich mir mal vor ein paar Wochen eine günstige Variante gekauft. Gibt es auch ein Video auf meinem Werkzeug-Check-Kanal. Wie gesagt, da stelle ich euch so Zeug vor, weil ich über die Maschinen hier nicht mehr spreche. Das ist eine echt günstige Säge. Ich glaube, die hat 130 Euro gekostet. Ich habe es auch gekauft. Und ja, damit kann man jetzt die Platten schön runterschneiden. Ich habe die Platten jetzt mal grob aufgebrochen und als nächstes kann ich dann hier vorne mal die Trenner zuschneiden. Und ich habe mir erst vor kurzem hier diese Rollböcke gekauft. Wie gesagt, dazu gibt es auch ein Werkzeug-Check-Video. Und mit denen kann ich jetzt mal die größeren Teile so ein bisschen unterstützen. Wie gesagt, das waren die günstigsten, die ich gefunden habe. Es sind noch direkt 2 Stück in einem Paket drinnen gewesen. Von daher kam das mir gerade gelegen. Ich habe jetzt mal fix hier die vorderen Unterteiler zugeschnitten. Da soll noch eine Schräge dran, damit kürzere Stücke halt eben vorne liegen können und man die dann besser rausnehmen kann. Jetzt will ich mir erstmal einen Richtstrich machen, damit ich weiß, wo ich da hinkomme. Und dann werde ich sie auch alle direkt hier mit der Tauchkreissäge zuschneiden. Bei dem Strich ist es jetzt auch nicht so mega wichtig, deswegen mache ich das jetzt hier erstmal. Also ich mache mir jetzt quasi hier als erstes mal eine Schablone und mit der Schablone zeichne ich dann auch die anderen Stücke an. Musik.
Damit wir da mal ein bisschen Grundstabilität reinbekommen, werde ich jetzt als erstes mal hier auf der Seite diese Unterteile reinschrauben. Denn im Moment sind die Platten halt echt noch sehr unfügsam und machen, was sie wollen. Oh, das da sieht richtig ungeheuer aus. Auch jetzt werde ich erstmal hier das senkrechte Teil auf den Boden verschrauben, weil sonst fliegt mir das heute noch 5-mal rum. Da habe ich nicht so Lust drauf. Oh nee, jetzt habe ich schon wieder mein. Och nö, jetzt ist er schon wieder abgebrochen. Mein altes Holzregal habe ich damals aus USB gebaut. Das könnt ihr in dem Fall natürlich auch machen. Gut, Ton funktioniert noch. Aber Multiplex ist einfach ein bisschen schöner zu verarbeiten und es sieht auch einfach viel schöner aus. Und weil ich das hier eigentlich ziemlich lange besitzen will, habe ich es direkt dann richtig gemacht. Dann schaut es auch wenigstens vernünftiger aus. Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Grundstabilität und jetzt kann es auch eigentlich erst richtig losgehen. Ich werde jetzt die Teile noch nach hier vorne verschrauben. Und damit die auch alle den gleichen Abstand haben, hole ich mir hier wieder mein Distanzholz. Das habe ich mir eben zugeschnitten. Weil hätte ich das jetzt nicht benutzt, wäre das hier schief gekommen und das hätte super doof ausgesehen. Und dann kann ich mir hier mit einem Strich jetzt nämlich die Bohrlöcher markieren. Ich habe doch tatsächlich immer so ein bisschen Probleme, hier solche Teile zu unterteilen. Das ist so meine Schwäche, denn ich habe nämlich eben irgendwie noch so ein Teil zugeschnitten. Frag mich nicht warum, war auf jeden Fall mal falsch. Irgendwie hatte ich auf dem Kopf, dass ich hier 5 von denen brauche, war nicht der Fall. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal das erste Stück, was hier in das Restholzregal dann später rein kann. Ich war schon gestern den ganzen Tag am Rumüberlegen, wie ich hier das mit der Gärung lösen soll. Weil ich weiß nicht so genau, wie ich das alles genau passend messen sollte. Aber in vielen Leben oder wie in vielen Dingen habe ich jetzt einfach mal ein Stück Holz hier dazwischen gehalten, damit ich so mal weiß, wo ich hinkomme. Und ich werde einfach keinen Winkel dran schneiden. Weil das Ganze echt wirklich so nicht so viel ist. Da verzichte ich lieber auf den Winkel. Abgefahren. Das ist auch übrigens eigentlich nur schräg, damit die Platten nicht rund liegen und dann so nicht rund werden. Ich habe mir jetzt hier oben markiert, wie viel ich wegschneiden muss, damit das Ganze eben ist. Das sind in dem Fall 7,5 und das werde ich jetzt hier direkt an der Tischkreissäge schneiden. Das ist alles gerade ein bisschen tricky, das jetzt festzumachen, weil das ist eigentlich so eine Zwei-Mann-Aufgabe. Aber das muss jetzt auch mal alleine funktionieren. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt hier ein Distanzstück gebaut. Da habe ich einfach direkt beim Brett gemessen, als es hier drin gelegen hat. Das werde ich mir jetzt festspannen. Und ich werde einfach jedes Teil separat ausmessen, wie groß es denn werden muss. Also irgendwie wird es schon funktionieren. Also man muss sich nur zu helfen wissen. Ich habe mir jetzt hier ein Stück Distanzstück nach oben gespannt und hier das spannt das quasi von unten nach oben. Da habe ich die Hände jetzt schön frei. Das ist wirklich sehr angenehm. Und jetzt werde ich es erstmal gut verschrauben, damit dieses Teil als mal in Position bleibt. Als nächstes beginnt so ein bisschen die kniffligere Aufgabe. Ich habe mir jetzt hier den Boden zugeschnitten. Dafür habe ich einfach die Distanzhölzer, die ich hier habe, beigelegt und dann einfach ausgemessen. Ich musste bei den anderen dann auch immer wieder ein bisschen was nachschneiden. Das ist, denke ich, normal, wenn man das so macht. So, das lege ich jetzt hier so unter. Hier genau das Gleiche. Ein bisschen aufpassen, dass es hinten nicht rumplumpst. Wenn es jetzt hier, also das ist jetzt hier unter Spannung, das passt jetzt bei mir fast perfekt hier rein, dann ist es okay.
Ihr solltet aber immer wieder so ein bisschen schauen, dass ihr eure Platte hier an der Seite nicht rund drückt. Die ist bei mir ganz leicht rund, aber das ist vollkommen okay. Ich habe mir gerade schon überlegt, dieses Ding wieder auf meine Werkbank zu heben, aber mir ist eingefallen, hey, ich habe doch einen Hochhubwagen und aus dem Grund benutze ich jetzt das Teil, denn es ist einfach dumm, sowas nicht zu benutzen, wenn man es ja schon da stehen hat. Ich habe jetzt hier ein paar Leisten zugeschnitten. Die hatte ich noch über und die werden später verhindern, dass die Platten vorne wegrutschen. Und die werde ich jetzt auch einfach direkt ins Material reinschrauben. Ich habe nämlich noch nicht so viel Massivholz hier, deswegen doppel ich einfach die Stücke auf, dass das genug ist. Und schon wieder zeigt sich, so ein Hochhubwagen ist einfach super. Mein kleines Plattenlager ist jetzt fertig. Ganz, ganz viel Platz. Überall kann man dann Zeug lagern. Machen wir noch die Rollen drunter, dann bin ich schon fertig. Das ist aber ganz schön schwer geworden. So, schauen wir mal, wie wir das Ding da jetzt wieder runterbekommen. Mitrollen ist dann eigentlich mal ein bisschen blöder. Aber muss schon irgendwie funktionieren, natürlich. Schleife ich noch einmal so ein paar Kanten, die ich jetzt gerade in Stehhütern habe. Dann sind die auch gemacht. Ich habe noch gar nichts dazu gesagt, wie ich mir das vorgestellt habe, wie die ganzen Sachen hier reinkommen. Also ist eigentlich ziemlich simpel. Hier vorne können halt irgendwie irgendwelche kantholzartigen Dinge rein. Und hinten können halt eben diese ganzen Plattenwaren rein. Ein cooles Fach hier oben auf jeden Fall. Da können vielleicht Gewindestäbe und Ähnliches drauf. Auf jeden Fall hatten wir jetzt hier ganz, ganz viel Platz, um allerlei Holzreste einordnen zu können. Welches Fach ich ganz besonders cool finde, ist hier hinten dieses Fach, weil hier kann man halt eben gut Plattenmaterial dran stellen und dadurch, dass es halt eben schräg ist, liegt es immer ganz plan auf und es wird nicht rund. Dadurch, dass ich hier drin endlich einen vernünftigen Fußboden habe, kann ich hier auch Dinge problemlos rumrollen und das zählt auch bei hier diesem Rollwagen. Hier habe ich nämlich noch Plattenmaterialien. Die sind noch aus der alten Werkstatt. Die finden hier jetzt auch ihren Platz. Und damit sind wir mit dem Bau auch schon fertig. Ich habe jetzt schon ein bisschen von dem Holz, was schon hier ist, einsortiert. Und ich bin echt glücklich, dass ich das Teil jetzt habe. Ich habe noch einiges am Platz hinten für die Plattenmaterialien und einiges am Platz hier für die horizontale Lagerung. Das ist halt eben cool. Da verbiegt sich dann gar nichts. Hier unten sind eher die kürzeren Teile. Aber hier könnt ihr halt alles so einsortieren, wie ihr das möchtet. Habe ich eigentlich genau so in der Art schon mal vor 5, 6 Jahren gebaut. Jetzt habe ich es wieder gebaut und dieses Mal bleibt es auch länger in meiner Werkstatt. Eine Kleinigkeit will ich euch aber noch sagen. Der Frank von Frank Schett hat ein ähnliches Restholzlager gebaut. Ihm ist es aber um einiges größer geworden. Also wenn euch das noch weiter interessiert und wie man das Ganze noch ein bisschen spezieller bauen kann, dann verlinke ich euch den Kanal bzw. das Video von Frank mal unten in der Videobeschreibung und keine Ahnung, lasst ihm schöne Grüße von mir unter seinem Video da. Ich freue mich auf deinen Kommentar und deine Bewertung und auch vielleicht auf dein Abonnement und wünsche dir einen schönen Tag.